Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Wir hatten in der letzten Folge ein bisschen Verfolgungsjagd am Start. Wir sind jetzt bei Derek. Wir müssen nämlich gucken, ob der einen Job für uns hat. Weil wir brauchen nämlich noch einiges an Zaster. Muss ich ja sagen. Und aus dem Grund brauchen wir jetzt Kohle. Und einen Job. Hey, Vito. Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das geht's. Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße! Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen, hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Abwarten und Tee trinken. Alles klar. Folge Derek. Alles klar, Derek. Ich bin direkt hinter dir. Hat er genug Leute dafür? Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Okay, alles klar. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Frag ihn mal, wie dein Dad damals halt's Maul. Ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass. Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben wollte. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen.
Die okay. Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. 50-50? Okay. Für dich vielleicht. Kommt mit, Männer. Denn wir sind sie auf 100%. Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr Schaden. Vorwärts, Vito. Wir geben dir Deckung. Hey, ich muss nachladen. Ist halt ab und zu mal so mit Waffen. Was? Ich hab nichts gehört. Das ist voll dumm. Du triffst die echt nur, wenn die rot sind. Na, ich muss nachladen, verdammt. So, ciao. Okay, Steve wird wahrscheinlich jetzt auch dran glauben müssen. Kommt da noch ein Auto zur Unterstützung? Ernsthaft? Ah, Stevie Boy. Na, was geht? Also, die kann ganz schön weit schießen, die Waffe. Muss ich mal so sagen. Scheiße. Trifft dafür natürlich dann nicht so krass. Beziehungsweise macht das nicht so krass viel Schaden, ne? Oh, fuck. Ah, ich muss nachladen. Du bist weg. Ah, schon wieder nachladen. Kannst du mal richtig nachladen, bitte? Wie lade ich nochmal nach? Scheiße. Nachladen. Nachladen. Kann ich denn nochmal nachladen, ey? Warte mal. Hä? Irgendwie kann ich auch richtig nachladen. Okay, weiter geht's. Okay, hier haben wir noch eine Tommy Gun. Die habe ich aber. Also den Tommy Gun, Thompson. AKA Tommy Gun natürlich. Shit. Ach komm schon jetzt. Mach keine Faxen, Junge. So, immer schön natürlich hinter den Kisten verstecken, damit uns nichts passieren tut. Bam! Okay, hier ist Steve. Okay, Stevie. Komm schon, zeig dich. Komm schon. Und tschüss. Nummer 1. Okay, so kann ich nachladen. Das ist klar, muss ich gedrückt halten. Gut, muss ich jetzt da rein oder oben hin? Das weiß ich nicht so genau. Sieht eher so aus, ob ich hier hin muss. Bin ich hier wieder drin? Ey, so zum Kotzen. Ich renne jetzt gleich am besten hoch, ganz ehrlich. Mir scheißegal jetzt. Nach oben rennen. Irgendwo versuchen, Deckung zu finden. Schön auf die Fresse kriegen, wie ich merke. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Ah, erzähl erstmal deine Lebensgeschichte, interessiert keinen, aber mach mal. So, alle tot. Ja, geht doch, meine Fresse. Ich suche Dereks Büro, alles klar. Mach ich. Meine Fresse, du, ne? Immer dieser Stress. Soll ich ihn durchsuchen? Hier. Nee. Hier. Ah. Wow, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Ich hab noch nicht alles, ne? Okay, verdiene noch ein bisschen Geld. Aber wo verdiene ich jetzt noch Geld, ey? Scheiße. War immer noch Wanted, ey. Das ist so dumm, ne? Kann ich das nicht irgendwie wegkriegen, außer mich jetzt umziehen zu müssen? Scheiße. Okay, ein bisschen... Ich brauch Kohle. Haben wir nicht noch irgendwo Geld, ey? Hier irgendwas? Nee, keine Ahnung. Auto verkaufen vielleicht. Wir kommen jetzt allein klar. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen. Oh, geil, das Auto steht aber gut da. Kann ich das nicht, wo waren das? War das nicht hier? Kann ich das Auto nicht eben verkaufen? Hier?
Irgendwie kann ich doch das scheiß Auto verkaufen, ey. Oder es geht nicht mehr, weil Derek tot. Doch, hier, warte, hier war es doch, oder? Nee, es war fürs Fahren. Scheiße. Scheint nicht mehr zu gehen, verdammt, ey. Jetzt könnte ich höchstens das Auto zu dem alten Bruski bringen. Weil, ehrlich gesagt, ausrauben ist halt Quark, ne? So, ich werde mich jetzt auf jeden Fall nochmal umziehen, damit wir jetzt auch nicht mehr gejagt werden, damit wir halt nicht mehr wanted sind. Dann fahre ich, glaube ich, zu Bruski, bringe ihm das Auto, werde ich vielleicht... Naja, wobei, reparieren ist halt dumm. Ja gut, was heißt dumm? Andererseits wäre das schon nicht ganz so... Ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Fick dich ins Knie. Ja, jetzt kannst du das eh wieder vergessen. Ist doch behindert, ey. Ja, jetzt muss ich den Wagen ja reparieren. Jetzt muss ich auch zur Werkstatt fahren. Boah, ey, so zum Kotzen, diese Drecksbullen immer, ne? So, das Problem Nummer 1. Umziehen. Dann hoffen, dass ich mit dem Wagen schnell wegkomme. Ohne, dass mich die Polizei sieht. So, Hemd, ja, keine Ahnung. Komm, wir nehmen jetzt einfach ein weißes Hemd, was weiß ich. Hier ist rot, da ist weiß, nehmen wir, kein Problem. So, zack. Alles klar. Gut, die sind überall Bullen, wie ich sehe auf der Minikarte, auf der Minimap. Jetzt muss ich den Wagen halt versuchen, ja. Okay, da ist eine Werkstatt. Ich muss da jetzt anders hinfahren, weil da ist Polizist, das ist scheiße. Und dann fahre ich das Ding zu Bruski, hoffe, dass ich genug Geld kriege, um... Shit. Aber die sind auf der anderen Seite. Okay. Komm schon, lass mich da nur hinkommen, ohne dass was passiert, weil sonst bin ich wieder wanted. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Okay, die fahren über mir, also kein Stress. Bloß kein Stress, ich bin auch gleich da. Wahrscheinlich kommt jetzt genau hier, kurz davor, ist irgendwo ein Polizist, ey. Irgendeine Streife, weißt du, die sieht mich und dann geht der Spaß wieder von vorne los. Gar nicht mal so einfach, das wieder loszubekommen, ey. Wenn ich ehrlich bin. Oh, ich habe das Scheiße nicht darauf gesetzt. Das ist natürlich jetzt blöd. So, da muss ich natürlich hin. Okay, komm, ich bin gleich da. Komm schon. Halt die Fresse. Ist die hier? Wo ist die? Nein, die Werkstatt ist nicht hier. Verdammt. So, schnell das Nummernschild ändern. Ich hoffe, ich kriege genug Kohle dafür. Wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe es. Ich repariere jetzt die Karre auch nochmal. So, pass auf. Neue Nummernschilder. Kein Problem. Ja, wir machen jetzt VV. Damit es halt nicht auffällt. Achso, VV, ja, würde ich doch machen. So, wir reparieren jetzt auch nochmal einmal kurz. Dann ist alles wieder schön. Und jetzt fahren wir zu dem guten Bruski Man. Aber die Fahrt werde ich wohl mal wegcutten, weil da nichts passieren wird. Großartig. Und dann sehen wir uns nämlich bei dem guten Bruski wieder. Und verkaufen ihm die Karre. Also würde ich sagen, Dankeschön, dass du gegen mein Auto gefahren bist. Bis gleich. So, da sind wir auf Bruskis Schrottplatz. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wo muss ich ihm die Autos denn abliefern? Einfach hinstellen oder wie? Oder muss ich da zu ihm rein und sagen, yo, hier, ich habe eine Karre für dich? Das weiß ich nicht. Geiles Gespräch. Sehr geiles. Ich guck mich mal kurz ein bisschen um. Na, ist alles gut. Lalalala. Gut, da hat er aber nichts. Schade. Alter. Fuck, ey, wo verkaufe ich denn die Autos jetzt? Weil in der Schrottpresse nicht, oder? Nee, das ist ja Blödsinn. Oder doch? Nee, das wäre Quatsch, ich kann ihn nicht hier reinbringen.
Ja, aber dann verschrotte ich den doch. Das bringt doch überhaupt nichts. Aber er will ja mit mir auch nicht reden. Das ist ja das Blöde. Ich würde ihm schon gerne den Wagen verkaufen, aber er will nicht mit mir reden. Das heißt, ich bringe ihn gleich am besten um. Ja, wenn ich jetzt vor ihm stehe, passiert nichts. Fuck. Okay, warte mal, ich nehme mal kurz den Wagen oder muss ich den woanders hinstellen? Ich hab, da steht, oder bringe Autos zu Bruski, ja, aber wo genau soll ich den jetzt hinbringen? Ich probiere das mal kurz mit dem hier. Wo ich die abladen soll. Habe ich halt noch nie gemacht, ne? Das ist das Problem. Ich schmeiße ihn jetzt einfach mal da rein, mal gucken, was passiert. Oder kann ich ihm den verkaufen? Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin müsste, damit ich ihn verkaufen kann. Ich weiß das nicht. Leider weiß ich das nicht. Ich bezweifle aber, dass ich so Geld bekomme. Ich meine, wir meinen die jetzt einfach nur kaputt. Das bringt ihm doch absolut gar nichts, oder? Doch. What the fuck? Echt? Wir müssen die verschrotten? Okay. Ist das ein Auto, das noch fährt, oder ist das Schrott? Okay, ist das Schrott. Okay, ich kann ihm den zwar geben, aber letztlich, also mir bringt das halt recht wenig. $400 nur. Brauche ich noch ungefähr 1,9 oder so, ne? Ah, 1,5. Okay. Das ist aber schon eine geile Karre. Vielleicht kriegen wir dafür ein bisschen mehr. Vielleicht kriegen wir dafür ein bisschen mehr. Oh shit. Obwohl ich es komisch finde, dass wir Geld dafür kriegen, wenn wir die verschrotten. Macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn. Aber gut, soll mir egal sein. Hauptsache, wir kriegen Kohle. 421 haben wir gerade bekommen. Mal gucken, was kriegen wir für das schnieke Stückchen Altmetall. $427, wow. Muss ich das noch dreimal machen, oder was? Na gut, wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Auto. Gucken einfach mal. Wir testen das jetzt mal aus, ne? Was steht da? Clemente & Co. Fresh Meat. Gucken, ob wir den LKW auch verschrotten können. Für einen LKW muss es aber mehr geben, oder? Ich meine, das ist ja ein großes Auto. Schauen wir mal. Boah, dreimal noch, dann habe ich die 22,5 und dann brauche ich noch eine Karre. Weißt du? Ich weiß halt nicht, ob es sich vielleicht mehr lohnt, Läden auszurauben. Andererseits... Oh, guck mal, da steht ein neues Auto, geil. Sehr gut. Kann ich das nämlich auch gleich nehmen? Aber erstmal den hier. Ne. Passt nicht rein. Ach, leck mich doch am Arsch. Unglaublich. Na gut, dann steige ich hier aus. Lass den hier stehen. Kann ich gleich damit zurückfahren, ein bisschen um Autos zu holen. Dann holen wir uns das Auto hin und verschrotten den halt. Soll mir ehrlich gesagt schnurzpiep egal sein. Hauptsache, ich bekomme Cash. So, dann fahren wir mal hier runter. Lalalalala. Und hier fahren wir wieder rauf. So. Zack, zack. Komm schon. Verdammt. Ach, das wird so nichts. Ich glaube, ich muss das... Müsste mit mehr Schmackes da hochfahren. Wird aber schwierig, wenn ich das rückwärts mache. So. Zack, zack, zack. Aussteigen, verschrotten. Kriege ich wieder für meine $430. Immerhin besser als nichts. Ey, dass der LKW wieder nicht reinpasst, ist echt ärgerlich, ne? So, mir fehlen noch. Oh. Ah, zweimal muss es aber noch machen, weil ich krieg halt auch nicht... Wenn ich jetzt $560 bekommen würde für ein Auto, das wäre ziemlich nice.
aber ich suche ein neues Auto. Bis gleich. Ich denke, das Auto kann man ganz gut dafür benutzen, um es einfach mal zu verschrotten. Wer möchte auch so ein mintgrünes Auto? Verdammt! Scheiße, scheiße, scheiße. Lalalala. Tschüss. Scheiße, jetzt war ich ein bisschen in Hektik. Dann habe ich das leider nicht ganz getroffen, das Ding. Und alles Klärchen. Jetzt verkaufen wir dieses geschmeidige Vehikel. Das Lustige ist, der LKW ist respawned, also da gibt es jetzt einen neuen LKW. Und wir haben es jetzt eigentlich geschafft, weil wenn ich den jetzt abgebe, da steht ja wahrscheinlich wieder ein Auto. Und dann haben wir alles zusammen. Und dann würde ich sagen, haben wir es in der Folge schon mal geschafft, Geld zu sammeln. Und in den nächsten, oder machen wir das jetzt noch, damit es fertig ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist ein neues Auto, alles klar. Das heißt, erstmal den abgeben, dann den. So, so. Und dann weg hier. So, dann holen wir uns schnell das da hinten. Ich bin ein Verschrotter. Ja, mir fehlt halt noch ein bisschen Kohle, ne? Nehmen wir jetzt einfach das wunderschöne Vehikel hier. Und dann haben wir es doch alles gesammelt. Und dann müssen wir von dannen ziehen, denn dann haben wir das Geld für den komischen Geldheini. Für Bruno, genau, Bruno. Und dann ist doch alles gut. Ich hoffe, Joe hat auch sein Geld zusammen. Sonst wäre das ziemlich schlecht. So. I've got my money. So, ich habe mein Geld. Du hast genug Geld gesammelt, trifft dich jetzt mit Joe. Und mit Joe werden wir uns treffen. Ich mache das alles jetzt noch in der Folge. Scheiß drauf, ich cutte das jetzt aber weg, den Weg zu Joe. Und wir sehen uns da quasi gleich wieder. Puh. Da sind wir bei Joe angekommen. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Auto, ich bin ein bisschen weggegangen. Auto wieder respawned. So eine richtig geile Karre. Dann holen wir den Joe mal ab, ne? Und hoffen, dass er seine Kohle auch zusammen hat. Sonst fress ich einen Besen, ey. Ohne Spaß. Hat er wahrscheinlich versoffen. Der Lutscher, ey. Naja, ich vertraue ihm mal und hoffe, dass er seine Kohle hat. Und dann können wir Bruno bezahlen. Und dann ist, naja, ein Problem weniger. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Was ist mit Joe passiert? 6 Stunden später. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Tja. Gut, dann müssen wir zu Eddie fahren. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wär's erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Oh, shit. Ich glaube, wir stecken ziemlich tief in der Scheiße. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Okay, ab zu Giuseppe. Naja, hoffen wir mal, dass er weiß, wo Joe ist. Wahrscheinlich wird er es nicht wissen. Dann werde ich noch ein bisschen anderweitig mich umhören müssen.
Ist die Frage, wie komme ich zu Giuseppe? Hä? Hier nicht. Okay. Hallo? Ach so, stimmt. Ah, das war er ja hier. Richtig. Nee, hier. Richtig. Richtig. Hier war die Tür. Giuseppe oben, unten. Keine Ahnung. Wir gehen mal hoch. Da ist er. Hey Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo Vito, ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmt was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Ah, es ist nicht gut. Sagen wir mal so. Alles klar, wir wissen, wo Joe ist. Das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich jetzt rausboxen, oder was? Alles klar. Ich werde ein bisschen cutten hier die Folge wahrscheinlich und wenn das zu lang wird, werde ich dann mehrere Parts draus machen oder so. Mal gucken. Wo müssen wir hin? Weit weg wahrscheinlich. Natürlich. Na gut, so weit ist es nicht, aber trotzdem. Einmal kurz drüber aufregen, dann ist gut. Wollen wir mal hin, ist klar. Dann wollen wir mal. Ich bin gespannt. Sehr gespannt. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Au. Immer auf den Kopf. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schlitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir. Allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei! Nochmal! Eins, zwei, drei! Leck mich! Dreckiges Asch! Komm her, Wichser! Ich brauche eine Waffe. Na gut, dann nimm sie dir nicht, nehme ich mir die. Okay. Ich würde sagen, leise ausschalten. So, komm her, mein Freund. Auf Wiedersehen.
Tschüss. So, der nächste ist da drüben. Da machen wir es auf ähnliche Art und Weise. Und dann haben wir den letzten. Die gucken ja auch zum Glück alle schön weg. Ja, und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir abhauen können, ne? Guten Flug, würde ich mal sagen. Ciao. So, der letzte steht da hinten. Guckt zum Glück nicht in unsere Richtung. Sehr gut. Schlaf gut, mein Freund. Tschüssi. Okay, Leiche ziehen. Warum sollte ich das tun? Gut, jetzt lass mich überlegen. Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Ich habe keine Ahnung. Da hinten war ein Aufzug, ne? Aufzug nicht, aber Treppen. Führen die auch nach unten? Ja. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier nach unten, würde ich sagen. Was machen wir mit dem Wichser? Der Boss weiß, was er von ihm erfahren wollte. Scheiße. Was? Das Arschloch hat ihn umgebracht. Mist. Da ist er. Fuck. Er hängt schon wieder seine Knarre her, ey. So, gib mir mal die hier. Okay. Irgendwo da hinten ist einer. Da so. Irgendwo hier. Da. Okay, können wir den irgendwie töten? Hey, da drüben! So können wir den töten, alles klar. Nimm das, du Arschloch! Solange wir noch Kugeln haben. Okay, wo ist denn der jetzt? Puh. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay, da sind auf jeden Fall Leute. Shit. Shitty fuck. Einen anderen kann ich von hier leider nicht treffen. Kann durch das Holz nicht durchschießen. Ist ein bisschen blöd. Aber so geht das ja auch, ne? Okay, Joe. Mal kurz vorbei hier. Ja, das wäre schon cool. Scheiße. Ah, dieses Auto ziehen ist manchmal total nervig, ey. Okay, warte mal. Wir haben noch eine. Ach, warum haben wir die andere? Achso, hier, okay. Scheiße. Ach so, alles klar. Ja, nö, nee, ist klar, ich treffe ihn nicht. Ist tot? Ja. So, komm her, Junge. Zeig mir deinen Kopf. Na komm, 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 komm. Klar, der trifft mich. Natürlich trifft er mich. Ist ja klar. Er kann mich zwar nicht sehen, aber treffen kann er mich trotzdem. Ich denke, du bist so ein knallharter Typ. Ja. Und jetzt? Ach komm, leg mich am Arsch, ey. So, weg mit der Drecksbirne hier, weißt du? Du zuerst, ich geb dir Deckung. Ja, klar. Immer ich, immer ich. Wo zum Teufel bin ich? So, jetzt versuchen wir es nochmal. Danke, dass du mich getroffen hast, finde ich super. Ich zeig jetzt hier nur das, was funktioniert hat, weil sonst sind das, glaube ich, viel zu viele Versuche. Das ist nicht gut. Wie gefällt dir das? Runter! Na los! So, okay, hier haben wir die. Leg ihn um, los! Ich geb dir Deckung, los jetzt!
Ito, komm her. Hier sollte es rausgehen. Naja, geh du mal vorne. So, schön in Deckung gehen. Wie treffen die mich? Kleinen Huren. Ich bin hier verfickt nochmal in Deckung, weißt du? Trotzdem, immer wieder treffen sie mich. Stirb, Lutscher. Alter, so dumm. Ja, danke schön. Pissnäcke. Ja, irgendeiner trifft mich hier. Egal was ich mache, irgendeiner trifft mich die ganze Zeit. Am besten ist eigentlich, ich lasse Joe mal machen. Ich glaube, Joe ist gleich down, oder? Also gut, er hat keine Lebensanzeige. Ich weiß nicht, ob er sterben kann, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. So, wir laden jetzt einmal komplett nach. Komm schon. So. Tot ist er nicht, schade. Jetzt aber. Ist klar. Sehr gut. Ja, und wieder in Deckung gehen. Und tschüss. Ist er auch tot? Ich glaube nicht. Was ist los mit dir? Komm schon. Einmal kurz Köpfchen zeigen. Dankeschön. Und nochmal. Dankeschön. So, einen haben wir hier noch und dann... Scheiße! Boah, Alter! Fuck you ins Gesicht, ey. Spaß. Holy shit. Okay, weiter geht's. Wie kommen wir jetzt weiter raus hier? Wo ist der Ausgang? Da. Nee, doch. Hä? Hallo? Hä? Ah. Ja gut, hier. Ich vermute mal hier jetzt, ne? So, Versuch Nummer 3. Steige ich mal so an, weil ich das wahrscheinlich eh wieder cutte. Ne, ist auch noch einer. Okay. Fuck. So. Down. Ich glaube, der noch nicht. So ein bisschen jetzt hier die Treppe so ein bisschen im Auge behalten. Blöde ist, ich komme ja nicht so weiter, ne? Ich muss schon hier so jetzt lang. Klar, trifft mich natürlich wieder einer. Ist ja klar. Ist ja klar. Ne, klar wie Kloßbrühe. Ja, natürlich, ich kann nicht treffen. Alter. Mach jetzt mich nachladen. So, du bist tot, alles klar. So. Und schau. Ja, die halten natürlich dann ein bisschen mehr aus. Ist auch eine relativ weite Entfernung, deswegen gar nicht so einfach, da einen zu töten. Aber Joe könnte jetzt eigentlich loslegen, ey. Joe könnte jetzt eigentlich loslegen, aber irgendwie macht das nicht. Okay, so viele gibt's nicht mehr. Aber immer noch genug, die mich töten könnten. Ach, fuck you. So, geht doch down. Okay, hier sind noch... Hä, wo sind die denn alle? Also ein paar sind, glaube ich, noch oben. Ich will jetzt... Wo ist der denn? Also den einen sehe ich nicht.
Ha. Los, leg den Wichser um! Wo ist der eine Typ? Wo sind die alle? Okay, der wird gerade hart geballert. Ich weiß aber leider nicht von wo. Ich weiß, da hinten in dem Raum ist noch einer, aber hier müsste auch noch irgendwo einer sein. Aber wo? Ah, da. Unsere Treppe! Komm, zeig dich. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ich will eigentlich ungern jetzt hier runter. Lass mal kurz erholen. So. Okay, da oben. Wenn der wieder rauskommt. Ja, ciao. 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 Okay, huh. Okay, Gebäude verlassen. Komm schon, Joe. Komm schon, Joe. We have to go. Rennt sich so. Vito, die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. El Greco. Am Arscho der Welt doch. Scheiße. Meine Rippen. Jedes Mal, wenn ich atme. Ich glaube, sie haben mir die Rippen gebrochen. Nur die Ruhe. El Greco flickt dich wieder zusammen. Ja, natürlich. Verdammt. Jeder Atemzug ist wie ein Messerstich in die Brust. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, Vito. Danke, dass du gekommen bist und dein Leben für mich riskiert hast. Hey, wir stecken da gemeinsam drin, wie immer. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose vollblutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich ab. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen verdammten Komiker zu machen. Und da sind wir bei Dr. El Greco. Und der wird Joe definitiv helfen können. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse vollgekriegt. Und spucke. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaube nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Ah, warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja. Aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito, danke. Gern geschehen. Gute Besserung. Alles klar. Puh, dann würde ich sagen, wir haben jetzt 65... Moment. Haben wir nicht zu wenig? Warte mal ganz kurz, das Spiel kann, glaube ich, nicht rechnen. Ich hatte selber über 27.500. Ach nee, scheiße, stimmt. Ich kann nicht rechnen, alles klar. Dann wollen wir Bruno mal sein Geld bringen. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir dann einiges geklärt haben. Und alles wieder, naja, alles wird nicht gut, aber so das ein oder andere, er hat sein Geld wieder, das heißt, er stresst nicht mehr. Er ist erstmal befriedigt, ja, in dem Falle. Tja, und den Rest muss man sich was einfallen lassen. Schauen wir mal. Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Schwein gehabt. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot.
Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher. Ja, war's, okay.